Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es wird mal wieder Zeit für eine Flatti-Challenge. In dieser Flatti-Challenge geht es darum, eine komplette Schweinshaxe aufzuessen. Ich bin mir jetzt schon sicher, dass ich das nicht schaffen werde, aber immerhin gibt es eine neue Flatti-Challenge. So, ich packe jetzt die Schweinshaxe aus. Schaut euch nur die schöne Schweinshaxe an. So, und ich beginne jetzt. Oha, das sieht sich wie Gummi. So, ich brauche jetzt schon was zu trinken. Na gut, ich hätte vielleicht eine frische Schweinshaxe nutzen sollen. Die Schweinshaxe habe ich mir gestern gekauft. Also außen sieht es sich echt wie Gummi, aber innen geht es eigentlich. Ich glaube, die Challenge muss ich mal demnächst mit einer frischen Schweinshaxe mal ausprobieren bzw. wiederholen. Denn eine frische Schweinshaxe isst sich definitiv besser. Also das Äußere ist echt nicht so essbar. Das ist echt wie Gummi. Also was lerne ich daraus? Immer eine frische Schweinshaxe essen. Und nicht erst einen Tag liegen lassen.
Boah, selbst innen zieht sich das teilweise wie Gummi. Also hier, wo das Fett ist, das kann man auch kaum essen. Aber im warmen Zustand ist es eigentlich echt lecker. Aber jetzt, wo das so einen Tag gekühlt ist und einen Tag auch in dieser Tüte hier drin war, da ist es echt kaum essbar. Ich glaube, diese Challenge muss ich echt mal demnächst mit einer frischen Haxe wiederholen. Ich glaube, es macht keinen großen Sinn, wenn ich die jetzt in diesem Video weiter esse. Ich glaube, die werde ich mir nachher mal zurechtschneiden und versuchen, das Innending hier alles auszuessen. Ich glaube, ich breche jetzt mal hier an der Stelle ab. Dann wisst ihr ja, was demnächst als Video kommen wird. So in 1 oder 2 Monaten, denke ich mal. So, das war jetzt der größte Fail ever. Das war's jetzt an dieser Stelle auch von mir. Und ich spreche die ganze Zeit auch noch mit dem vollen Mund. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier trotzdem unterhalten. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Wartet noch.